wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? 1940. 1940 und zwei Jahre. Und die Wende des Alten zum kommenden Jahr. Der erlahmte die Kraft und es schloss sich der Ring und die Not und der Tod durch die Reihen ging. Und der Schlaf, ach, er fehlte. Es gab nicht Blut und der Hunger, er quälte. Der Durst kam dazu. Was der Flieger auch brachte, es reichte ihr nicht. Auch die Kälte, die Eiske, erbarmte sich nicht. Und die Schlacht, sie nahm weiter den blutigen Lauf. Doch der junge Soldat gab die Hoffnung nicht auf. Im Gebet schaut er empor zu Gott, seinem Herrn. Doch das Dunkel durchleuchtet kein heller Stern. Kein Ersatz und kein helfender Zeitgewinn. Denn der Führer, der hieß die Armee ganz im Stich. Und so war es denn, ein Todeskampf, der nie begann. Aus dem keiner der Kämpfenden Heil empfand. Auf der Waldstadt, da mähte der Tod so sehr. In Gefangenschaft schleppten sich Reste vom Heer. Und der junge Soldat, wo mag er nun sein? Kein Kunde kam heim zu den Mütterlein. Und die Mutter, sie weinet, ist bei ihm schwach. In Gedanken, bei Tag und in Träumen bei Nacht. Und sie friert und hoffet und wartet mit Schmerz, dass er wiederkehrt heil an das Mittel. Danke, mit herzlich. So. Nein, wenn ich sowas höre, ich kann das jetzt schon hören und sehen. Aber ich höre mir keine Ahnung. Ich habe den letzten Worte mal gedacht, die vergessen. Lieber Gott, hier ist schon mir. Frage ich immer heute, wenn ich das so erzähle, ich auch immer. Warum hat er lieber Gott ihm nicht geholfen? Er hat mir schon geholfen. Aber anders als ich damals gedacht habe. Das als einziges. Das ist ja auch von Nützen, wo sie eigentlich sind. Das ist das also mit der zweiten Klasse. Ich glaube, das ist die Infanterie-Schuhabteilung von mir für die Unterstützung der Funktionale. Meine Unterstützung ist hier eine große Bedeutung. Ganz interessant. Das ist der Ort. Gorgas. Mit der Kirche. Goldzug. Die stand damals zu Anfang. Goldzug. Was habe ich gesagt? Goldzug. Ja, Goldzug. Das ist Goldzug. Da stand die Kirche damals noch. Nur die, auf dem Turm war ein deutscher Beobachter drauf. Das weiß ich nicht. Kann mir auch keiner sagen, ob die Deutschen ihn gesprengt haben oder von den Russen zerschossen. Die Deutschen haben das gesprengt. Die gibt es also nicht mehr. Und unsere Stellung, das ist die Grundstraße 1, das ist der Bahnhof von Golzow. Unsere Stellung, hier lief unsere Stellung. Und ich habe hier am Bahnhof, hier vom Bahnhof hier zwischen habe ich irgendwo hier in der Stellung, hier vorne haben wir gelegen. Wir konnten also, wenn wir aus der Stellung rausgucken, konnten wir immer nach Golze, den Ort Golze sehen. Und hier hinten ist noch ein kleines Gut. Das gibt es auch noch. Und hier hinten haben wir unsere Soldaten, die gefallen waren während der Schlacht.
vorher haben wir immer auf freier Gegend konnte man sich ja nicht bewegen. Die haben wir im Graben entlang getragen und die sind hier hinten beerdigt worden. Und viel später habe ich dann mal das bekanntgegebene deutsche Kriegsübersteiger, die haben dann auch begraben und die haben auch die Tote gefunden. Und die sind heute am liebsten. Am liebsten sind die Kriegsübersteiger. Das schaffen wir mal nicht mehr. Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?